Hallo, ich bin der Frank Möbis, ich bin der kulinarische Direktor der Mo-Gruppe. Das Franziska-Restaurant ist für mich ein ganz besonderes Restaurant. Ich durfte es von Anfang an mit selbst planen, habe quasi den Grundstein mitgesetzt. Ich kann Ihnen sagen, dass Franziska ist wirklich ein besonderer Ort zu arbeiten und auch zu essen, dort zu essen vor allen Dingen. Moderne deutsche Küche, das ist unser Thema. Wir suchen alte Gerichte, versuchen sie natürlich neu zu kreieren, mit bestem Know-how und regionalen, hochwertigen Produkten. Ich würde Ihnen heute gerne die Blutwurst-Gyoza vorstellen. Ist von Tag 1 an bei uns auf der Karte. Wir verwenden Juvenilferkel-Blutwurst, füllen damit die Gyoza und dazu typisch für Hessen Sauerkraut, ganz klar. Und in Frankfurt gibt es einfach mit dem besten Senf. Das ist der Frankfurter Senf. Den haben wir mit etwas Trüffel abgeschmeckt und das passt einfach sensationell dazu. Meine Aufgabe als Sommeliere besteht darin, das perfekte Getränk zum Essen zu finden. Heute stehen wir vor der großen Aufgabe, zu Blutwurst-Gyoza mit Trüffelsenf eine perfekte Kombination zu kreieren. Wir haben uns letztendlich auf einen fantastischen Riesling geeinigt, und zwar den Riesling-Kabinett Lenchen vom Weingut Peter Jakob Kühn aus dem Rheingau aus dem Jahre 2018. Der kommt mit einer zarten, floralen, fruchtsüßen Note daher, die sich wunderbar mit dem herzhaft deftigen Gyoza vereint.